Das Schweizer Dorf Appenzell liegt in einer einzigartigen Hügellandschaft nördlich des hochaufragenden Sentis. Schmucke Gassen mit kleinen Ladengeschäften locken zum Flanieren. Die charakteristischen Malereien der verzierten Häuser öffnen romantische Fenster in die Vergangenheit. Und blickt man durch eines dieser Fenster in das Jahr 1902, könnte man Emil Ebnetter sehen, der sich mit weisen Appenzeller Kräuterfrauen unterhält, um ein einzigartiges Rezept zu kreieren. Ein Rezept, das bis heute in Familienbesitz ist. Das Rezept des bekannten Appenzeller Alpenbitters. Aus 42 Kräutern und Gewürzen besteht es und seit damals ist es unverändert. Und wie damals wird er zu 100% aus natürlichen Rohstoffen und ohne chemischen Zutaten hergestellt. Der Appenzeller Alpenbitter. In der Traditionsfirma mitten in Appenzell kann man dem Geheimnis des Appenzeller Alpenbitters näher kommen. Mit einer duftigen Führung durch den Betrieb. Im kleinen Museum lernen Besucherinnen und Besucher die spannende Geschichte und die Herstellung des Appenzeller Alpenbitters kennen. Fast. Denn das Rezept bleibt weiter ein Geheimnis. Nur ein klein wenig wird verraten. Die 42 Kräuter werden in verschiedenen Kombinationen mit einem Alkohol-Wasser-Gemisch versetzt, Maseration genannt, und dann zum Appenzeller Alpenbitter vereint. In großen Edelstahltanks wird dieser dann gelagert. Alle 42 Kräuter des Appenzeller Alpenbitters kann man hier mit allen Sinnen kennenlernen. Sehen, fühlen und vor allem riechen. In der Schaukräuterkammer darf man die Kräuter besichtigen, beschnuppern, ja sogar anfassen. Aber wie schon gesagt, die Zusammensetzung für den Appenzeller Alpenbitter bleibt auch jetzt ein Geheimnis. Der Lagerung im Edelstahltank wird der Appenzeller Alpenbitter in die charakteristische Flasche abgefüllt. Wo auch immer er auf der Welt getrunken wird, hergestellt und abgefüllt, wird er hier in Appenzell. Nach all den Eindrücken ist der krönende Abschluss einer jeden Führung die Degustation. Hier können sich Besucherinnen und Besucher ihr persönliches Urteil über den Geschmack bilden und weiter über das Geheimnis des Appenzeller Alpenbitters rätseln.
für alle Schokoladeliebhaber und Appenzeller Kräuterbitterfreunde, statt einem Stamperle gibt's den Bitter auch als Stängli. Aber egal, wie man den Appenzeller Kräuterbitter verkostet, der einmalige Geschmack versetzt einen, egal wo man sich gerade befindet, direkt auf die saftigen Wiesen des Appenzellers.